herzlich willkommen bei Was gibt es Neues an der Front? Ein neues Videoformat, was jeden Mittwoch erscheint, wird allerdings nur, wenn ich im Ausland bin, mit ganz wenigen Ausnahmen, wenn ich wirklich was Sensationelles zu berichten habe, auch aus Deutschland. Wie komme ich jetzt auf die Idee, solch ein Format kurz und knackig jeden Mittwoch hochzuladen? Ganz einfach, ich habe mal vor 5-6 Jahren regelmäßig Tagebuch geführt auf Facebook. Und da sind im Laufe meiner Reise so viele lustige, aber auch gefährliche Dinge passiert, die erzählenswert sind, dass, wenn man es im Nachhinein sich durchliest, sich unglaublich nochmal mit dem Kopf schüttelt und sich an alles erinnert. Da habe ich gedacht, machst du einfach mal ein Format raus. Das kam sehr gut an. Übrigens könnt ihr euch bei Facebook bei mir anklicken. Da müsst ihr einfach nur auf den Kanal Banner gehen, da seht ihr das Facebook-Zeichen. Beginnen will ich das Format natürlich auch gleich mit, um euch auf den Laufenden zu halten, mit meiner ersten Woche, sprich hauptsächlich der Anreise zu den Philippinen. Was ist passiert, dass ich dafür extra mein Plappermaul aufmache? Also los ging es alles wunderbar. Der Zug hatte wie immer Verspätung, kennt man ja, aber deswegen der Rat an euch. Mindestens 4 Stunden so timen, dass ihr 4 Stunden vor Abflug auf dem Flughafen seid, weil die Bahn frisst ja schon fast alleine 1 Stunde mit ihrer Verspätung auf. Ansonsten lief alles super glatt. Bei der langen Reise von Katar nach Manila hatte ich echt Pech mit meiner Sitzplatzwahl, dass ich natürlich da zwischengequetscht am Fenster saß und neben mir eine Dame, deren Ausmaß, also eigentlich brauchte die Frau die komplette Sitzreihe für sich selber, machen wir uns nichts vor. Die hat sich da reingequetscht. Ich habe aber sogar heimlich mit der Kamera gefilmt, weil wirklich so fett und eklig war. Das musste ich einfach festhalten. Glaubt mir sonst keiner. Und jetzt nur fett gewesen wäre, hätte ich damit noch leben können. Aber man hat die Leute gesehen, wie sie denn auf das karge, lange Haar sich neue Blutlöcher gesucht haben. Also es war, ich hatte wirklich keinen Appetit, was zu essen. Also ich bin echt nicht empfindlich, wenn jemand nicht so 1A sauber ist. Na, also Hygiene sollte man, kann man in jedem Land einhalten, einigermaßen, wenn man will. Aber das war echt hardcore. Ich habe nichts gegessen, Jensen. 9 Stunden, die ich da im Flugzeug gesessen habe. Kommen wir gleich zu dem nächsten Thema. Warum kann ich euch diese Diätbilder, ja, die zur Förderung einer Diät recht brauchbar sind, weil einem da der Appetit vergeht, nicht liefern? Ganz einfach, mein Handgepäck wurde am Flughafen Manila geklaut. Schuld bin ich selber, muss ich ehrlich zugeben. Denn ich bin völlig platt, wie man nun mal so ist. Man ist nicht mehr auf der Höhepunkt, wenn man denn 24 Stunden unterwegs ist. Bin ich halt am Geldwechselstube ran, habe da mein Gepäck abgestellt, mein Geld gewechselt. Dann wollten die noch Reisepass haben. Ein paar Scheine haben sie nicht anerkannt, haben sich verzählt, jedenfalls hin und her. Und gleich daneben gab es dann eben eine Handykarte, weil meine Dame wollte mich ja abholen und dann wollte ich sie gleich antexten. Du, ich bin im Terminal 3, komm doch da bitte hin. Hab dann meine Handykarte auswechseln lassen und bezahlt und nimm mein großes Gepäckstück auf und guck nach links. Ist mein Handgepäck weg? Naja, vielleicht hast du bei der Geldwechselstube stehen lassen. Die war ja bloß ein paar Meter weit entfernt, auch dahin. War nicht mehr da. Ich denke, ach nein, das darf jetzt alles nicht wahr sein. Auf jeden Fall, wie eine angestochene Furie, habe ich natürlich das ganze Gelände vom Flughafen da abgegrast, überall, wo ich noch hinkam, und habe mich versucht, daran zu erinnern, wo es abgestellt ist. Aber ich war fest der Meinung, entweder habe ich es bei der Geldwechselstube abgestellt oder da, wo ich die Handykarte aufgeladen habe. Und das war bei der Geldwechselstube. Klar, gleich beim ersten Mal. Hände muss man frei haben, Geld zählt man nach und so weiter. Und da stören dann eben 2 große Gepäckstücke, Rucksäcke stören da unheimlich. Und kommen wir gleich zur Sache. In diesem Handgepäck waren natürlich
einen Haufen wertvoller Sachen. Sprich, die ganze Kameraausrüstung, mein Laptop, die Hälfte von meinem Geld, eine Kreditkarte. Oh ja, so, das war es im Groben und Ganzen mal auf die Wechselwäsche und die Medikamente, die da drin sind, mal drauf gepuppt. Ne? Aber das ist scheiße, Mann, hatte ich eine Laune. Und dann kommt ja eure Dame an, die euch über 2 Jahre nicht gesehen hat. Und dann wollt ihr nicht gleich mit einer Fresse dastehen. Also ich musste mich so zusammenreißen. Es war ja meine eigene Dämlichkeit. Aber bam, mir muss das wieder passieren. Handgepäck wird geklaut. Also das war ja schon mal wieder ein Einstand nach Mars. So war die erste Handlung. Wir bleiben in Manila. Nicht wie geplant gleich weiter, sondern wir sind dann 2 Tage in Manila geblieben. Haben uns dann Golden Phoenix Hotel eingescheckt und haben dann erstmal, ich habe die Sachen erstmal ein bisschen sacken lassen und ich war so sauer, ich war so kaputt, weil das war einer von den wenigen Male, wo ich nicht zum Schuss gekommen bin. Also ich war da vom Kopf her, ging nicht, war kaputt und habe mich so geärgert, ach, habe ich es lieber sein lassen. So, in Manila habe ich dann so lange gesucht, um mein Equipment zusammenzukriegen, wie ein Gimbal, wie die DJI und einen günstigen Laptop, um wirklich Videomaterial runterladen zu können, um auch an mir selber Geld senden zu können. Ich kriege es alleine mit dem Handy, kriege ich es nicht geschissen. Das habe ich so eingerichtet, dass eben doppelte Sicherheit alles hat bei mir. Und Gott sei Dank habe ich die Passwörter im Kopf gehabt noch. Die Passwörter auf meinem Laptop, die sind Geschichten erzählt geschützt. Also hinter jedem Passwort steht eine Geschichte. Also das kann man nicht knacken. Die Kreditkarte habe ich natürlich sperren lassen. Also am Anfang, kurz gesagt, richtig fett Stress. Also da ging die Urlaubslaune schon hin. Dann habe ich noch mir schnell auf der Schnelle mit Voltremind und mit Remitly Geld überweisen lassen, weil das ist ja auch begrenzt. Ich konnte mit Voltremind nur 1000 Euro überweisen und die restlichen 500 Euro habe ich mir erstmal mit Remitly überwiesen. Das war ungefähr das Geld, was mir da flöten gegangen ist bei dieser Aktion. So, das war im Groben und Ganzen so die erste Woche. Dann sind wir natürlich weiter angereist mit dem Schiff. Mit dem Motorrad wurden wir dann abgeholt. Hat natürlich geplattert ohne Ende, aber sonst ging alles gut und dann bin ich halt hier auf Tablas Island, wo ich mich immer noch befinde, angekommen. So viel zu den interessanten Themen in der ersten Woche. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder zu Teil 2. Was gibt's Neues an der Front?